1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Die Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Bianca und die ist 20 Jahre alt. Hallo Bianca. Hallo Domian. Hallo Bianca. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Ex-Freund und um mein schlechtes Gewissen. Ja. Fangen wir gleich mit dem schlechten Gewissen an. Warum hast du ein schlechtes Gewissen deinem Ex-Freund gegenüber? Ich habe kein schlechtes Gewissen meinem Ex-Freund gegenüber. Ich habe ein schlechtes Gewissen mir gegenüber. Aha, na erzähl. Ich habe vor 3 Monaten ihn halt kennengelernt. Mhm. Ach so, deinen Ex-Freund hast du vor 3 Monaten kennengelernt? Genau. Also eine kurze Beziehung? Ja. Ja. Und da lief auch von Anfang an alles super gut. Mhm. Ich habe einen Sohn, mit dem kam er auch super klasse klar. Mhm. Bis ich halt erfahren habe, dass ich schwanger bin. Bist du erfahren hast, dass du schwanger bist? Ja. Von jemand anderem? Nein, von ihm. Von ihm? Von ihm, ja. Mann, da seid ihr aber gleich zur Sache gegangen. Auf jeden Fall. Kann man so sagen. Kam für ihn gar nicht in Frage, dass ich dieses Kind bekomme. Ja, darf ich mal kurz fragen, schon mal was von Verhütung gehört? Ich habe die Pille genommen, bitte. Ja, hat ich er auch... Ich habe sie wirklich regelmäßig genommen und ich habe sie nie vergessen und er hat kein Kondom genommen. Aha, da haben wir es schon, ne? Genau. Sollte ja auch eigentlich üblich sein, ne, wenn man sich so frisch erst kennt, dass man am Anfang geschützt Geschlechtsverkehr hat. Also ich meine, wir kennen uns jetzt, also 4 Monate wären wir jetzt zusammen. Ja. Und ich meine, wir hatten die ersten 4 Wochen auch überhaupt keinen Geschlechtsverkehr. Dennoch finde ich, dass man am Anfang geschützten Geschlechtsverkehr haben sollte. Nun gut, es war nicht der Fall bei euch. Ja. Du bist schwanger gewesen. Bist du immer noch schwanger? Nein, ich bin nicht mehr schwanger. Ja. Erzähl mal, wie das dann weitergelaufen ist. Ja, auf jeden Fall kam es für ihn überhaupt nicht in Frage, dass wir dieses Kind bekommen. Mhm. Du hast es ihm also gesagt, ganz klar. Mhm. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, ist nicht. Genau. Mhm. Er hat nur von Abtreibung gesprochen und es kam für ihn auch gar nichts anderes in Frage. Mhm. Überhaupt nichts. Ich habe zu ihm gesagt, dann geh, dann melde ich nie wieder. Mhm. Du wirst nie wieder was von mir hören. Ist er so alt wie du übrigens? 2 Jahre älter. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich stehe zu dir und wir schaffen das. Und wenn ich das Kind halt nicht bekomme. Mhm. Und ich hatte halt auch Angst, dadurch, dass ich schon ein Kind habe und mit dem auch alleine bin. Und ja. Es ist wirklich schwer, ein Kind alleine großzuziehen. Und ja. Wie alt ist dein Kind jetzt? Ja. Ja. Auf jeden Fall hatte ich jetzt am Mittwoch die Abtreibung. Ja. Und er hat mir auch noch vor der OP gesagt, dass er mich halt über alles liebt und dass er auf jeden Fall hinter mir steht und dass er. Ja, aber er hat zu dir gesagt, er steht nur hinter dir. Auf jeden Fall. Wenn ich das Kind abtreibe. Wenn du es abtreibst. Er steht nicht hinter dir, wenn du das Kind behältst. Ja. Ne, so war es. So, jetzt war diese Woche Mittwoch, das ist ja mal gerade ein paar Tage her, war die Abtreibung. Ja. Und wie verhält er sich jetzt? Also, er war dann bei mir Mittwoch. Ja. Und gestern sind wir halt aufgestanden, da hat er Frühstück gemacht und war super lieb und es war gar nichts. Ich bin duschen gegangen, bin wieder rausgekommen und hat er mir halt einen Wohnungsschlüssel von mir gegeben und hat gesagt, er braucht ihn nicht mehr und er kann nicht mehr länger mit mir zusammenbleiben. Er hat nur drauf gewartet, bis ich das Kind wegmachen lasse. Und Und ist weg? Ist weg. Abgehauen? Genau. Hat sich nicht gemeldet bis jetzt? Also ich hatte ihn heute Nachmittag oder gegen Abend angerufen. Mhm. Hab ihm halt auch gesagt, wie schlecht es mir damit geht und damit dass ich damit überhaupt nicht umgehen kann. Mhm. Überhaupt nicht klarkommen damit. Ja. Was hat er geantwortet?
Ja, dass er nichts machen kann. Ja, im Klartext ist ihm egal. Ja. Im Klartext, der liebt dich nicht mehr oder hat dich vielleicht nie geliebt. Genau. Und das ist hart, wenn man das realisiert, ne? Mhm. Wenn man das plötzlich begreift, aufgrund des Verhaltens eines Menschen, dass der offensichtlich nicht so großes Interesse an einem aber hatte. Das ist für mich nicht das Schlimmste, dass dieser Scheißkerl weg ist, echt nicht. Ich habe schon verstanden, du hast am Anfang gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen mir, Bianca, gegenüber. Ja. Wahrscheinlich deshalb, weil du dich zur Abtreibung hast drängen lassen. Genau so ist es. Und da war dir eigentlich, hättest du das Kind haben wollen. Oder? Also hätte ich gewusst, dass er mich so arg hängen lässt, hätte ich das Kind bekommen, ja. Damit wäre ich, oder hätte ich besser umgehen können, als jetzt. Ja, lassen wir ihn mal ganz vor. Wenn ich dich vor einer Woche gesprochen hätte, und wenn ich so in dich hineingefragt hätte, was sagt denn, abgesehen von dem Typ, so dein Herz, was hättest du mir geantwortet? Das Kind bekommen. Das heißt, er hat dich wirklich zu der Entscheidung genötigt, ne? Ja. Und nun ist er auch noch weg. Und hat dich nach Strich und Faden belogen, nach dem Motto, komm, wir stehen da schon gemeinsam durch, wenn du abtreiben lässt. So sieht's aus. Ein Arsch ist es, ne? Aber ein ganz großes. So muss man sehen. Empfindest du denn trotz dem, was jetzt passiert ist, auch noch ein Gefühl des Verliebtseins oder des Hingezogenseins zu ihm? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, also zur Zeit bin ich wirklich nur hammermäßig enttäuscht. Weißt du, Bianca, ich glaube, es ist immer einfacher, sich von jemandem zu trennen, auf den man richtig Wut hat. Es ist viel schwieriger, von jemandem zu gehen, den man eigentlich wirklich lieb hat und wo man sagt, das ist eigentlich ein toller Typ gewesen, aber der liebt mich nun mal nicht. Aber das ist ja das Schlimme. Ich kann keine Wut ihm gegenüber haben. Ich habe einfach nur dieses Wach weg und ich habe die Wut mir gegenüber. Das verstehe ich. Aber dennoch kannst du auch Wut auf ihn haben, weil er dich sehr, sehr, sehr mies behandelt hat und hat dich belogen. Natürlich kann man jetzt nicht ausklammern, dass du die Entscheidung gefällt hast, abtreiben zu lassen. Das ist klar. Aber du hast auch ein Recht darauf, wütend zu sein auf den Typ. Der hat dich hängen lassen. Der hat dich belogen. Der hat dir was vorgespielt und hat sich aus dem Staub gemacht. Also ist das wirklich nicht wert, dass man dem noch nachtrauert? Und ich hoffe, dass der Rest von Liebe oder Gefühl, was noch da ist, gutem Gefühl, dass das plattgewalzt ist jetzt durch dieses schlimme Verhalten von ihm. Die andere Sache ist natürlich dein Gewissen, wie du damit jetzt zurechtkommst. Das kann man nicht wieder rückgängig machen, was da geschehen ist. Leider Gottes, ja. Ja. Man kann nur daraus lernen und du kannst daraus lernen. Das ist immer das einzig Gute an schlimmen Dingen oder an Schuld, die man auf sich lädt, dass man daraus lernen kann. Dass man das nächste Mal ganz anders sich verhält. Du bist ja noch jung, du bist 20 Jahre alt. Viele Menschen machen täglich Hunderttausende von Fehlern, auch ältere Menschen. Und es ist nun mal eine Konstellation gewesen, du warst verliebt, wenn man verliebt ist, ist man eh bekloppt. Ist es so? Ja, es ist doch so. Wissen wir alle. Du hast ihm geglaubt, du hast vielleicht schon von deiner Zukunft geträumt und dann tut man unter Umständen Dinge, die man im wachen Zustand, und jetzt bist du wieder in einem wachen Zustand, nie tun würde. Ja, insofern ist es eine Erklärung, ist vielleicht keine Entschuldigung, aber eine Erklärung ist es auf jeden Fall. Mhm. Bianca, was dein schlechtes Gewissen anbelangt, da kann man nicht so direkt freisprechen. Nee, das ist auch gar nicht. Man kann aber so sagen, es hat sich halt aufgrund der Lebenskonstellation so ergeben, wie es sich ergeben hat. Und ich werde mich nie wieder zu einer solchen Entscheidung, zu so einer schwerwiegenden Entscheidung von jemand anderem drängen lassen. Das ganz bestimmt nicht. Ja, das ist doch das Gute, was du daraus lernen kannst. Du lernst daraus, dass du demnächst immer in deinem ganzen Leben sagst, ich höre da auf mich, ich höre da auf meine innere Stimme und wenn die sagt ja, können 1000 Kerle nein sagen, ich gehe meinen Weg und mach das. Das ist ja auch schon mal viel wert, dass du so in dieser Beziehung zumindest gefestigt bist. Das hast du gelernt daraus. Jo. Ne?
So, und jetzt möchte ich aber dennoch, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Okay. Heide ist das heute Nacht. Mhm. Du legst auf und die Heide ruft dich an. Okay? Okay. Alles Gute, danke, Bianca. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, live hier im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch, ruft an, freie, kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Weiter geht es mit dem Basti. Und Basti ist 24 Jahre alt. Hallo Basti. Ja, hallo Domian. Hallo Basti. Erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Dankeschön. Ist super Sache. Sehr nett, danke. Und mein Problem, das habe ich mit meiner Freundin zurzeit. Mhm. Und zwar, ich bin 2 Jahre mit ihr zusammen. Mhm. Und seit einem Jahr fügt sie sich beim Sex Wunden zu. Sie fügt sich beim Sex Wunden zu? Ja, und zwar, sie macht es so, sie nimmt Rasierklingen und zieht die sich über den Oberarm beziehungsweise über den Oberschenkel während des Sexes. Ach, Moment, ihr schlaft miteinander? Wir schlafen miteinander, genau. Und während ihr miteinander schlaft? Während wir miteinander schlafen, holt sie dann aus dem Bad sozusagen diese Rasierklingen. Und fügt sich da Wunden zu. Also ja, Moment, sie kann doch nicht, während ihr miteinander schlaft, ins Bad gehen. Doch, das macht sie. Nein, ich meine, seid ihr richtig zusammen? Bist du in sie eingedrungen und macht sie das dann? Ja, wir haben Sex. Ja. Und während des Sexes, sozusagen, sie sieht, kurz bevor ich komme, ja, geht sie schnell ins Bad und fügt sich Wunden zu. Also sie setzt sich dann wieder auf mich drauf, ja, und fügt sich dann Wunden zu. Das heißt also, ihr seid quasi vereint miteinander? Richtig, ja. Und dann fügt sie sich selbst Wunden zu, währenddessen? Währenddessen, genau, ja. Da ist doch deine Erotik, deine Geilheit, deine Leidenschaft ist doch weg, oder? Richtig, ja. Also sie macht es auch, aber meistens so clever, dass es meistens nur dann macht, wenn ich betrunken bin. Ja, und damit du das nicht so mitbekommst. Genau, ja. Also nochmal, ihr ist das Schönste, wenn du deinen Orgasmus in ihr hast, ich muss es mal so ganz klar fragen, damit ich mir das vorstellen kann, in ihr hast und sie währenddessen sich die Oberschenkel aufschlitzt mit einer Rasierklinge oder den Arm? Ja, nicht unbedingt während des Orgasmus, weil da dann, also meistens ist dann, also nicht gerade dann passiert, wenn sie auf mir drauf sitzt, weil sie macht es kurz vorm Orgasmus sozusagen und setzt sich dann wieder drauf und dann lassen wir die Sexgeschichte abklingen, mhm, und macht dann weiter, ja. Mhm. Und das Problem, was ich habe, ist, dass ich eben damit nicht zurechtkomme, mhm, dass er eben hier sich Wunden zufügt. Mein Problem ist, ich liebe sie über alles, ja, und könnte sie nie verlassen. Jetzt geht das seit einem Jahr so, obwohl ihr 2 Jahre zusammen seid. Genau, das erste Jahr hat sie es gar nicht gemacht. Ja. Du redest doch mit ihr darüber, du hast sie doch bestimmt gefragt, was, ja, ist da los? Ja, hab ich natürlich. Du warst doch wahrscheinlich beim allerersten Mal völlig erstaunt darüber, dass sie das gemacht hat. Ja, oder? Vor allem deswegen ja, weil ich ja schon ja mit ihr zusammen war. Ja, eben. Und eben. Wir hatten halt, also während des ersten Beziehungsjahres nicht so oft Sex. Ja. Weil ich halt auch nicht so der Haut-drauf-Typ bin, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ja, aber ich stell mir diese Situation vor. Du kennst deine Freundin ein Jahr, ihr seid vertraut miteinander und nach einem Jahr macht die solche Geschichten während des Sexes und ritzt sich die Arme auf. Was hast du denn da beim allerersten Mal gesagt? Ja, das allererste Mal war ich doll betrunken, da habe ich es gar nicht so realisiert. Ach so. Aber sie macht es schon, also immer öfter. Also fast bei jedem, jedes Mal, wenn wir so zusammenkommen. So macht sie das vor ihrem Orgasmus? Ja, ja. Vor ihrem Orgasmus? Vor einem Orgasmus, ja. Und dann hat sie ihren Orgasmus? Ja, genau, ja. Und das eigentliche Problem ist jetzt, was ich machen soll, Jürgen. Also ich liebe sie über alles, mhm, und weiß jetzt eben nicht, wie ich das handeln soll. Also ich habe mich mit meinem besten Kollegen darüber unterhalten. Mhm. Und der hat gemeint, er würde sofort Schluss machen, das ist ja total abnormal, sowas geht überhaupt nicht. Ja, also sofort Schluss machen würde ich auf keinen Fall. Du sagst, dass du die Frau sehr liebst. Ja, das ist ja das Problem. Du sagst, dass ihr eigentlich gut miteinander klarkommt, dass ja, die Beziehung die läuft super, ja, in allen anderen Bereichen gut läuft. Super, ja. Mhm. Dieses eben ab und zu vorkommt, wenn du betrunken bist. Genau, ja. Jetzt nochmal die Frage, wie begründet sie das? Ja, sie begründet dies dadurch, dass es sie geil macht. Also sie ist jetzt, sag ich mal, nicht so eine Death-Metalerin. Sie ist so mehr in der Gothic-Szene, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ja, klar. Aber eigentlich ist es ja auch da abnormal. Ich meine, ich bin auch so mehr der Rocker. Ja. Hör, was weiß ich, Onkels und OWR und so, aber ja, ich verstehe das nicht, warum man das macht. Also das ist mir echt... Und mein Problem ist... Wäre es ihr am liebsten, habt ihr so offen gesprochen, wenn du ihr das machen würdest? Nein, sie hat gefordert, dass ich es mir selber mache, also ich mir selber Wunden zufügen. Achso, damit sie das sieht.
Genau, aber das habe ich komplett abgelehnt. Also das habe ich auch noch nie gemacht, selbst dass ich mit ihr im betrunkenen Zustand geschlafen habe. Ich immer gesagt, sowas ist überhaupt nicht möglich. Weil, Entschuldigung, also ich finde es eben irgendwie total abnormal. Ja, ich meine, im Bereich der Sexualität ist es sehr schwierig, immer mit der Normalität zu argumentieren. Was ist da schon normal? Ne? Es gibt ja gerade im SM-Bereich, und fast würde ich dieses dem so zuordnen, die wahnsinnigsten Sachen, wo jemand, der relativ normal in Anführungszeichen gestrickt ist, das Ohrenschlackern bekommt, was alles abgeht, was Leute geil macht, warum Leute darauf stehen. Schwierig ist es immer, wenn solche Leute auf Partner stoßen, die damit nichts am Hut haben. Ja, ich, und das ich ist ja bei euch der Fall. Da muss man nicht den Mut zu haben. Also, nein, die damit nichts am Hut haben. Das hat ja mit Mut nichts zu tun. Nein, oder? Ich sage ja, die damit nichts am Hut haben, nicht Mut. Am Hut. Am ja, Hut. Ja, ja, ja. Nein, nein, mit Mut hat das überhaupt nichts zu tun. Nein, nein. Ist ihr das denn klar, wie sehr dich das irritiert? Ich habe sie jetzt bestimmt ein Dutzend Male gesagt, ja. Aber sie meint eben, es gibt ihr dann den letzten Kick, und wenn der Kick nicht wäre, wäre es kein guter Sex. Also... Es gibt bei solchen Sachen, finde ich, im Bereich der Sexualität auch eigentlich gar keinen Kompromiss. Wenn die eine Seite das absolut abartig findet, pervers findet. Ja, würde ich fast behaupten. Ja, dann gibt es da keinen Kompromiss. Dann gibt es nur die Möglichkeit von der anderen Seite, sprich von deiner Freundin, dieses zu unterlassen, wenn ihr sehr viel an euch, an eure Sexualität gelegen ist. Ja, aber das willst du absolut nicht. Also das habe ich mit dir wieder schon x-mal durchkaut. So, und du willst es absolut nicht, dass sie es macht. So, was nun? Nee, und ihr Argument ist eben, wenn ich dann betrunken mit ihr schlafe, ja, dass ich dann keine Widerworte hege. Ja, und das finde ich zum Beispiel abartig. Das finde ich wirklich abartig, dass sie das quasi ausnutzt, dass du betrunken bist, um ihrer Sache da nachzugehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Da wäre ich an deiner Stelle auch sehr sauer, wenn sie das machen würde, wenn ich betrunken bin. Ja, ja, ich sage ja auch danach, dass man... ein anderer Mensch ist, wenn man betrunken ist. Und dass man das nicht vergleichen kann mit, ja, also wenn ich jetzt normal wäre, also was heißt normal, wenn ich nicht betrunken wäre, ja, dann wäre das auch, würde ich auch sagen, geht nicht. Aber sie macht es halt immer meistens dann, wenn ich betrunken bin. Und ja, habe ich verstanden. Hat sie früher auch schon solche Sachen gemacht? Also in dem ersten Jahr, wo wir zusammen waren, nicht. Nee, das ist mir klar. Komplett zurückgehalten. Ja, ich meine ganz früher. Wie meinst du das jetzt? Naja, also vor 5 Jahren, als sie jünger war, vor euch, vor eurer Beziehung. Achso, nee, das weiß ich nicht. Sie ist jetzt erst in die Stadt gezogen. Das ja gut, du kannst ja, gut, das kann man doch mal fragen. Wie ist das bei dir? Hast du das gerade jetzt erst entdeckt vor einem Jahr? Oder hast du das vorher bei deinem letzten Freund auch schon gemacht? Das ist doch interessant zu erfahren, wie stark das auch ausgeprägt ist bei ihr. Nee, sie hat gemeint, das hat sie jetzt halt echt seit ich, also seit, Entschuldigung, ich bin sehr aufgeregt. Ja. Seit sie halt mit mir zusammen ist, hat sie gemerkt, dass das ihr den letzten Kick gibt. Also wir hatten so das erste Jahr nicht oft miteinander geschlafen, aber wenn wir miteinander geschlafen haben, war es immer erfüllend. Also sowohl sie als auch ich hatten super Sex und immer Orgasmen. Warum, Basti, habt ihr eigentlich im ersten Jahr nicht oft miteinander geschlafen? Ja, also das war aber beiderseitig. Also da habe ich jetzt nicht so den Drang gehabt und sie nicht. Also wir haben, ich möchte mal so behaupten, also im Monat würde ich sagen so 3-4 Mal. Also nicht so oft. Für eine Beziehung nicht oft, weil wir uns jeden Tag sehen, weil man denselben Beruf ausübt. Weißt du, ob sie das auch macht, wenn sie sich selbst befriedigt? Nee, darüber habe ich nicht geredet. Weil sie auch sehr der schüchterne Typ ist und da immer sehr zurückhaltend ist. Ja. Also Basti, lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es keine goldene Lösung. Du willst es nicht und sie will es. Ich würde mich an deiner Stelle, wenn ich es wirklich nicht wollte, und du willst es ja nicht, so sagst du es ja, würde ich mich da auf nichts einlassen. Also soll ich Schluss machen? Nein, so schnell würde ich es nicht. Nein. So schnell wirft man ja auch keine Liebe weg. Ich würde mich jetzt erstmal auf diese Art der Sexualität nicht einlassen. Ich würde jetzt nochmal erstmal an deiner Stelle wirklich das ganz intensive Gespräch nochmal suchen. Und ihr wirklich klar machen, dass das hundertprozentig nicht dein Ding ist. Und du das auch nicht möchtest, dass sie das macht, wenn du besoffen bist. Ja, aber das habe ich halt schon das letzte halbe Jahr versucht. Das ist halt das. Das zu sprechen, das ihr zu sagen, oder was? Ja, ich hab's ja schon oft gesagt. Und sie sagt dann auch, sie will sich zurückhalten. Wenn wir halt dabei sind, dann ist es halt wieder eine ganz andere Situation, als wenn man sich jetzt so ganz vernünftig unterhält, ohne Gefühle, ohne... Okay, mache ich aber schon klar, dass das, wenn das immer wieder und immer wieder kehrt, dass das eine Auswirkung auf eure Beziehung hat, eventuell sogar die Beziehung gefährden könnte.
So, und wenn ja, Sie... Das habe ich ja auch gesagt, das ist ja eben... Das okay, dann, okay, wenn das alles zwei, schon... Zwei Pole sozusagen, die aufeinander treffen. Okay, wenn du es schon so gesagt hast, ich würde es dennoch nochmal sagen, dann würde ich ihr einen Vorschlag machen, dass ihr euch eine Beratung sucht von außen. So wie du bei mir angerufen hast, dass ihr zusammen zu jemandem geht und euch da fachkundig beraten lasst. Also willst du jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt noch so unter uns regeln könnten? Deswegen sage ich ja, du sollst nochmal mit ihr reden. Vielleicht klappt es. Ich habe die Sorge, so wie du das schilderst, das ist ja schon ziemlich drastisch, dass das nicht geht. Dann würde ich mir erstmal Hilfe oder Rat von außen suchen. Und da muss man weitersehen, okay, wie stark das bei ihr ist. Wir können dich gerne noch mit einer entsprechenden Beratungsstelle in deiner Gegend versorgen. Möchtest du das? Das wäre nett, ja. Okay, dann legst du auf und wir rufen gleich nochmal an, Basti. Jo, darf ich noch kurz jemanden grüßen? Aber ganz schnell. Den Kalle Hösrich, bitte. Den Kalle, okay. Okay. Tschüss, Basti. Jo, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Die gewählt hat auch der Andreas und Andreas ist 24 Jahre alt. Hallo. Jetzt habe ich mich, glaube ich, hier verdrückt. Andreas, 24, hallo. Ja, hallo, servus. Ja, Andreas. Dein Thema. Ja, also erstmal von vornherein auch ein super Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Und das ist ja doch jetzt recht krasse Geschichten, die man jetzt schon gehört hat, so im Vorfeld, gerade mein Vorredner, also ist schon eine krasse Geschichte. Ja. Und da ist also meine Sache eigentlich recht peripher so dagegen. Ne? Egal, erzähl mal. Okay, also bei mir war das so, ich habe das schon mal vor längerer Zeit in der Sendung gehabt, ja, so Schamhaarfriseure. Ja, das war, ja, hatten wir immer wieder mal. Mhm. Also witzig, da haben deine Redakteure auch drüber gelacht. Ja. Ich sag bloß, du bist ein Schamhaarfriseur. Ich bin kein Schamhaarfriseur, ich habe mal vor geraumer Zeit die Dienste von einem Schamhaarfriseur in Anspruch genommen. Ach, du bist also zu einem Schamhaarfriseur gegangen. Weißt du, was schön wäre, wenn du mit dem Mund ein bisschen näher an das Telefon gingst? Du klingst so verschwommen. Alles klar, ist so besser jetzt? Ein bisschen besser ist es, ja. Also du bist zu einem Schamhaarfriseur gegangen. Wo, in welcher Stadt? Ja, in München war das. In München. In München gibt es also auch Schamhaarfriseure. Genau. Oder war das ein normaler Friseur, der das im Hinterzimmer anbietet? Nee, das war, er hat normalerweise so ein Tattoo- und Piercing-Studio. Ah ja, genau. Ja, die Leute machen das öfter, stimmt. So, und was hast du dir da schuldens machen lassen? Ja, also das mache ich jetzt auch für ein Lacher gut sein, sage ich mal. Also ich habe mir quasi die Schamhaare verlängern lassen. So. Also da waren wirklich so, also so Rasterlocken waren das. Das ist ja abgefahren. Rasterlockenverlängerung als Schamhaare. Genau. Wie lang hängen die Dinger denn runter? Das muss man sich so vorstellen, so circa 20 Zentimeter. So viel? Ja. So viel? So viel war das. 20 Zentimeter Rasterlocken als Schamhaare? Ja. Wie viel hast du daran schweißen lassen? Ja, also es waren schon so, nur so annähernd, sage ich mal, 15 Zentimeter war es vielleicht auch 16. Ne? Ja, nee, ich meine, wie viel von den Zöpfchen du hast anschweißen lassen? Ach so, von den Zöpfchen selber, das waren so circa, sage ich mal so, 6-7 Stück waren das. Geht ja noch. So. Ja, aber es ist trotzdem, man muss sich das vorstellen, es hängt auch wirklich so im Prinzip fast bis in die Kniekehlen durch, so, ne? Nicht ganz, aber immerhin. Ja, naja. Aber ja. Wie geht denn das dann, wenn du eine Unterhose anziehst? Dann hast du doch ein absolutes Gewurstel da vorne. Ja, also das ist ja auch das Problem dabei. Also ich habe das so gemacht, weil ich habe das mal gehört, es geht. Und das ist, ich habe es halt lustig gefunden und wollte mal schauen, wie schaut sowas aus. Ja. Und das ist dann quasi so gemacht, so Extensions, so wie man es jetzt von Models, also auf dem Kopf kennt natürlich, ne? Ja, genau. Und das wird dann wie so rangeschweißt quasi. Ja, sag mal, Zwischenfrage, das weiterzählt. Liegt man da wirklich wie auf so einem Gynäkologenstuhl? Das ist absolut vergleichbar, ja. Und völlig entblößt, mit nacktem Gemach? Das ist absolut, weil die Beine müssen ja trotzdem irgendwo gespreizt sein, dass der Friseur da trotzdem so arbeiten kann, ohne eine weh zu tun. Ich meine, das kann man sich vorstellen, das wäre nicht sehr angenehm, wenn man dann mit der Schweißzange wohin kommt oder so. Genau, überhaupt. Hast du dich nicht geschämt, so vor dem Friseur da zu liegen? Am Anfang schon, aber ich hatte da vorher auch noch ein Beratungsgespräch, wie man das, also wie man es dann letztendlich auch angehen. Ja. Und mit der Zeit ist es dann, also Augen zu und durch, sage ich mal. Ja, ja, aber das passiert nicht im Salon, wo ganz viele Leute sind. Nee, auf keinen Fall. In einem Einzelraum? Das ist ein Einzelzimmer. Und hat ein Mann gemacht, ein Friseur? Das war ein Mann, ja. Und da laufen dann auch nicht andere Leute, andere Kollegen rum? Das ist ganz separat abgetrennt und man hat da wirklich seine Ruhe drin. Okay, so, jetzt erzähl mal weiter. Wir waren gerade dabei, dass das dann angeschweißt wurde an deine bereits vorhandenen Schamhaare. Und dann? Ja, und dann hatte ich das da erstmal so ein paar Monate. Ne? Ja.
Also es ist, und ich habe dann trotzdem, also es war so am Anfang so ein Gag, wo ich auch jetzt mal so ein paar Freunde mit aufgezogen habe. So. Hast die Hose runtergezogen? Hier, Jungs, guckt mal, was ich hier habe. Ja, das war einfach mal zur Seite raus, schaut mal hier, was da ist. Und das war schon ein großer Lacher so. Das glaube ich. Aber meine Freundin, die hat von vornherein, hat ich das nie so gesehen, also dass ihr das gefallen würde, aber sie hat es toleriert, dass ich das aus Spaß mal mache. Ne? Aber wie kam, wenn die Freundin das nicht mal so gerne wollte, wie kamst du dann überhaupt auf die Idee, das zu machen? Ich habe das mal so irgendwie in einer Talkshow gesehen, ich meine, Pro7 oder irgendwas, was das da war. Ja. Und ich habe die Idee irgendwie so lustig, aber auch blöd auf der einen Seite gefunden, dass ich gesagt habe, das könnte man jetzt wirklich, wenn es sowas in der Nähe gibt, mal machen. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wenn die Dinger 20 Zentimeter lang runterhängen, geht da das wichtigste Teil nicht ein bisschen unter? Das ist ja wahrscheinlich nicht 20 Zentimeter lang nicht ganz, sag ich mal. Im unirrigierten Zustand. Nee, da hängen dann so diese tollen Rasterlocken und dann so ein kleines Pimmelchen dazwischen. Das sieht ja auch nicht so schön aus, oder? Ja, nee, das schon. Das ist aber gerade auch, wenn du jetzt ins Freibad gehen willst oder so, ne? Ja. Es ist fast nicht möglich, weil entweder es hängt wirklich runter und die Leute würden mich anschauen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Und wenn man es jetzt in so großen Badeshorts versteckt, es ist trotzdem irgendwo noch eine komische Wölbung da, wo die Leute sich auch ihren Teil drauf. Ja, also das heißt, man kann gar nicht sich richtig anziehen. Du kannst keine enge Jeans anziehen, du kannst keine enge Unterhose, geschweige denn eine Badehose anziehen. Du kannst nicht mal eine weite Badehose anziehen, weil es immer noch so ein Gewölbe gibt und die Leute denken sich dann, wer weiß was. Nee, es ist ganz komisch. Deswegen habe ich auch vor circa eineinhalb Monaten habe ich das abrasiert, weil das auch so ein bisschen Ausschlag gegeben hat. Ach so. Ich habe irgendwie so diese Kunsthaare jetzt nicht so ganz vertragen. Ja, dann hast du es wie lange getragen insgesamt? Das hatte ich so in etwa 2 Monate dran. 2 Monate. Wie war denn das beim Sex, wenn du so ein Gebaumel da hast? Ja, also am Anfang ungewohnt und lustig, aber dass man jetzt sagen könnte, es wäre irgendwie zusätzlich von der Steigerung von der Erotik oder was, also nicht. Absolut nicht. Ja. Und, ja, zumal wenn die Freundin das auch nicht besonders gut fand. Ja, ich meine, man merkt halt, bei wem würde das so normal wachsen, so. Ja, ja, genau, ja. Muss ich das wirklich so vorstellen, die Jamaika Rasterlocken und ich denke, nicht mal selbst die Jamaikaner hätten sowas am ja, so Ende, sag ich mal. So ja, lang wachsen die Haare da auch nicht. Wie dick war das denn geflochten? So ungefähr im Durchmesser von einem Kugelschreiber oder dünner? Nee, das war schon so, eher ein bisschen größer noch. Noch dicker, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja richtige Kaliber, die dann da runterhingen, ne? Fast so ein Bob Marley-Style. Mann. Was haben denn die Jungs gesagt, wenn du die Hose runtergezogen hast? Deine Freunde? Ja, die waren natürlich erst, die waren sehr, sehr beeindruckt, aber haben auch selber gesagt, die würden das selber nie machen lassen. Welche das Farbe? Das ist auch eine Kostenfrage natürlich. Also ich meine, der Spaß war es mir einmal wert, aber es war nicht gerade billig, ne? Na, wie teuer war es denn? Das war so um die 150 Euro. Wow, ist natürlich viel Geld. Ist viel Geld. Und jetzt hast du sie abgeschnitten? Jetzt habe ich sie abgeschnitten, weil das auch so ein bisschen, also irgendwie habe ich das Kunsthaar da nicht so vertragen und das hat da. Und hängen die jetzt so als Erinnerung bei dir an der Wand oder irgendwie in der. Die habe ich aufgehoben, aber an die Wand habe ich sie nicht gehängt. Also das ist ja lustig. Welche Farbe hatten die denn? Die hatten so dunkelbraun bis schwarz. Dunkelbraun bis schwarz. Richtig dunkel. Also passend zu deinem Original-Schamhaar auch. Ja, so wie das bei den meisten Menschen ist. Ja, also. Ja. Das muss doch dann eine irre Erleichterung gewesen sein, wenn. Ich meine, die haben ja auch ein Gewicht, die Dinger. Auf jeden Fall. Ja, man merkt die ziehen an den kleinen Schamhaaren, die sind ja in der Regel nicht so sehr lang. Und ja, als du die dann abgeschnitten hast, muss das doch eine richtige Wohltat gewesen sein. Ja, also wo sie jetzt angekommen sind, hat man es nicht mal so gemerkt, dass es jetzt irgendwie schwerer wird. Aber so direkt nach dem Abrasieren hat man es also eindeutig gemerkt. Ja. Also wirklich war spitze. Hast du jetzt die radikale Gegenkur gemacht und hast alles abrasiert, auch die eigenen Schamhaare? Das habe ich jetzt gemacht, weil das war wirklich so, das hat so irgendwie einen Ausschlag gegeben, weil also, ich das betragen habe, das hat gebrannt. So. Verstehe. Also wir haben da immer so im Spaß gesagt, wie wenn da ein Salamander reinbeißen würde. Ja. Und die Freundin ist jetzt auch wieder zufrieden und alles ist wieder in Ordnung. Die ist sehr erleichtert. Also das war ein Gag, das hast du mal so gemacht, weil es im Fernsehen. Ich glaube, die Lilo Wanders hat das mal gezeigt, bei Wahre Liebe. Das weiß ich nicht. Ich meine es da gesehen zu haben. Also das machst du nicht nochmal. Also auf keinen Fall. Es war zwar kurzzeitig mal lustig, ne? Ja. Dass ich es nochmal mache, auf keinen Fall. Man kann ja beim Schamhaarfriseur noch viele andere Dinge tun. Man kann sich die Schamhaare färben lassen, man kann lustige Muster sich da reinschneiden lassen und so weiter und so weiter. Nicht, dass ihr denkt, dass ich das habe machen lassen, aber ich habe das gelesen und gehört. Ja, wer weiß es, Dumme. Ja. wer weiß es. Andreas, das war sehr interessant, was du uns erzählt hast. Alles klar, wirklich nochmal ein großes Kompliment für die Sendung. Dankeschön. Und ich möchte mich einfach anschließen zu meinem Vorredner, weil
irgendeinen Menschen gegrüßt hat, grüße ich auch eben diesen selben Kalle Hössrich und dann macht weiter so. Ja, grüßen wir alle Leute bei den Kalle. Alles Gute, Andreas. Tschüss. Alles klar, mach's gut. Ciao. Jo, tschüss. Und hier ist Tammo. Tammo, 17 Hallo. Jahre. Ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist ein Tammo, ist ein Mann. Ist ein Mann. Ja. Das ist aber kein deutscher Name, oder? Doch. Doch? Tammo, doch. Oder ist das ein Kosename? Nein, das ist original, so steht sogar im Ausweis drin. Ehrlich? Tammo? Tammo? Ja. Noch nie gehört. Egal, Tammo. Um was geht's? Er hat eine Krankheit, eine krasse. Ja, nämlich? Und das ganze Ding heißt Acne Inversa. Wie heißt das? Acne? Acne Inversa. Acne deutet auf eine Hautkrankheit hin. Richtig. Und das ich vermute. Ich weiß aber auch erst seit Anfang des Jahres, dass es eine Hautkrankheit ist. Ja, und. Ja, beschreib mal die Krankheit. Die übelste Form von Acne. Mhm. Die Sache ist, dass es bei mir nicht im Gesicht auftritt, wie bei manchen Leuten, aber bei den meisten Acne-Patienten. Mhm. Das ist bei mir halt in den Körperbeugen wie Achselhöhlen, Leisten und Steißbeinen auftritt. Mhm. Und also im Gesicht, auf der Gesichtsfläche gar nichts? Nö, das ist gar nichts. Auf der Brust, im Bauch auch nichts, am Rücken? Nö, am Rücken. Auch nicht. Überall, also unter den Armen, in den Leistengegenden, in den Kniekehlen auch? Nee, in den Kniekehlen nicht. Also im Prinzip nur unter dem Arm und Leiste? Richtig. Und im Steißbeinbereich auch noch, hast du gerade gesagt? Ja, da hatten sie mir mal auch was rausgeschnitten. Die Sache ist, dann wachsen da Abszesse, die so, ja, Golfball groß werden. Golfball groß? Ja. Und ja. Das Üble an der Akne ist ja, dass die in der Regel, sind das ja so Eiterpusteln. Sind denn diese dicken Geschwüre auch dann voller Eiter bei dir? Ja, die treten irgendwann, das ist ja die Sache, wenn die dann halt irgendwann, guckt sich der Arzt das dann an und sagt so, Herr Schranz, dann gehen Sie jetzt mal ins Krankenhaus. Mhm. Den Satz habe ich, glaube ich, jetzt schon zum 13. Mal gehört. Ja. Habe das Ganze seit September. Ach, erst seit September? Ja, seit September letzten Jahres. Ach, und so oft warst du schon im Krankenhaus? Ja. Also weil du gerade gesagt hast, diesen Satz habe ich schon so oft gehört. Ja, das ist, über den Daumen gepeilt waren das wohl jetzt 13 Mal im Krankenhaus. Wenn man jetzt nicht die ganzen Gespräche mit den Ärzten im Krankenhaus dazu zählt, dann 13 Krankenhausaufenthalte mit OPs. Sind das ambulante Operationen oder musst du dann immer da liegen? Nee, das sind stationäre. Die sind sogar stationäre? Ja, die Sache ist, dass sie halt immer nur, okay, am Anfang haben sie immer nur kleinflächig rausgeschnitten. Mhm. Und im Januar lag ich zwei Monate im Krankenhaus. Zwei Monate wegen so einer Sache? Ja, da haben sie mir beide Achselhöhlen aufgeschnitten. Die Schweißdrüsenplatten rausgenommen, weil sie gedacht haben, daher kommt es. Mhm. Und dann hatte ich Löcher so groß unter den Armen, ja, für Untertassen. Und von der Tiefe her, da hat eine ausgewachsene meine Hand reingepasst. Boah, das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Das heißt, das Ganze ist verbunden nicht nur mit Unannehmlichkeiten, sondern auch mit sehr starken Schmerzen. Ja, die Sache ist, dass sie mich zum Schluss nur noch mit Schmerzmitteln behandelt haben, die auf Opiumbasis waren. Mhm. Und ja, nur noch mit Beruhigungsmittel. Also im Januar war diese schwere Operation, zwei Monate im Krankenhaus. Ja, das waren beide Arme aufgeschnitten, dann haben sie noch versucht, eine Hauttransplantation zu machen, das ist aber beides Mal nicht angeschlagen. Ja. Wie geht's dir denn heute? Heute geht's mir eigentlich ganz gut. Das heißt, im Moment ist nichts Neues aufgetreten? Doch, also ich habe mittlerweile, ich glaube, nur mal 45 und 46 oder ich glaube, so viele sind das mittlerweile schon. Und warum sagst du dann, es geht ja gut? Ja, weil sie klein sind. Ach so, weil sie klein sind. Weil ich erstmal noch nicht ins Krankenhaus muss. Ja. Und ich glaube erstmal nicht. Und die Sache ist, dass sie mir vor 4 Wochen angefangen haben, einen Impfstoff zu spritzen. Die haben Abstriche aus den Abszessen genommen, das heißt aus dem Wundsekret. Ja. Und haben dann die Bakterien rausgenommen. Verstehe. Und das haben sie dann alles auseinandergebaut und dann haben sie geguckt, was da so für Bakterien drin sind und seit 4 Wochen kriege ich dann halt diesen Impfstoff. In der Hoffnung, dass das wirkt. Kann man das jetzt nach 4 Wochen schon sagen, ob das anschlägt? Jein. Also ein bisschen kann man sagen. Ja, genau. Weil die relativ klein geblieben sind bisher. Richtig. Wenn du die zwischen den Beinen hast, in der Leistengegend, stelle ich mir so vor, dass es auch schmerzhaft ist beim Gehen zum Beispiel. Ja, es war einmal so schlimm, da bin ich mit dem einen Bein gehumpelt und das andere Bein nur noch hinterhergezogen, so nach dem Motto. Am besten hätte ich mich auf den Boden gelegt und hätte mich mit den Armen nach vorne gezogen. Ging nämlich gar nicht mehr. Haben die Ärzte dir erklärt, wie man das kriegt, woher das kommt?
es gibt viele Thesen. Also einmal die eine Sache ist, dass es verstopfte Teigdrüsen sind und die dann halt die ganze Zeit das Eiter produzieren. Mhm. Die andere These ist, dass sie eingewachsene Haare sind. Eingewachsene Haare? Richtig. Mhm. Und ja, aber in den Stellen, wo mittlerweile wieder was nachkommt, gibt es keine Haare mehr. Ja, ja. Und Teigdrüsen habe ich auch nicht mehr, weil ich habe da so eine Chemotherapie gekriegt mit Tablettenform, ja. Das dann alles eigentlich zerstört hätte sollen. Mhm. Als das anfing voriges Jahr, im September, hattest du deine Freundin? Nee. Nee. Und nee. Wahrscheinlich jetzt auch keine? Ah, nein. Man weiß es nicht. Achso, nee, ich will darauf hinaus, dass man sich dann ja auch wahrscheinlich schämt, ne? Wenn man da so dicke Eiterwusteln zwischen den Beinen hat, ist man da ja auch eher gehemmt unter Umständen, oder? Am Anfang. Also ich hatte mit der Fistel im Steißbein bin ich, glaube ich, 1,5 Monate durch die Gegend gelaufen. Mhm. Brauchte mich halt nicht zum Arzt. Mhm. Aber seitdem sie mir da hinten am Steißbein rumgeschnitten haben, ist nichts mehr mit irgendwelchen Schämen oder so. Mit was? Ist nicht mehr mit was? Ist nichts mehr, ich schäme mich nicht mehr. Achso, ist nicht mehr mit Schämen? Nee. Achso, das heißt also, wenn sich jetzt irgendwas ergibt mit Frauen, mit Mädels, dann ist es egal, dann machst du es auch. Richtig. Mhm. Ja. Haben die Ärzte, ich vermute mal, die stochern da auch im Nebel, die können dir gar nicht sagen, wie lange du das noch haben wirst oder ob es da eine endgültige Heilung irgendwann gibt, wissen die nicht, oder? Nee, das wissen sie überhaupt nicht. Ich habe eine im Krankenhaus kennengelernt, die hat das Ganze seit 27 Jahren. Seit 27 Jahren? Ja, oh weia, das war nicht so krass. Das ist jetzt nicht so krass wie ich. Sie hat gerade mal, gerade mal 8 OPs gehabt. Mhm. Na, immerhin. Aber immerhin, das muss man ja sagen, 8 OPs ja. Von September bis jetzt und einmal 2 Monate im Krankenhaus und Faust. Nee, bei mir waren es 13. Bei 13 OPs, ja genau, ja. Bei mir waren es dann 8 OPs innerhalb von 27 Jahren. Ach so, da siehst du mal, das ist ja bei dir schon sehr heftig, das Ganze. Richtig. Hast du dich mal schlau gemacht, ob es da so Selbsthilfegruppen gibt, vielleicht von Leuten, die das auch haben, wo man so Informationen austauschen kann, ist ja manchmal ganz hilfreich. Ich habe es, wie gesagt, im Krankenhaus in Oldenburg, wo ich dann da war. Ja. Anfang des Jahres habe ich als allererstes überhaupt rausgekriegt, was das überhaupt ist. Ja. Wie die ganze Krankheit heißt. Und danach hatte ich halt nicht wirklich die Zeit, mich irgendwo weil intensiv damit zu beschäftigen, weil dann kam das Krankenhaus noch dazwischen, dann kam das Krankenhaus noch dazwischen. Und man hat nicht wirklich die Zeit. Mhm. Und man kann halt keinen Rechner mit ins Krankenhaus nehmen und dann ein bisschen surfen gehen. Aber jetzt bist du zu Hause und du hast einen Rechner, gehe ich von aus. Ja, richtig. Ja. Würde ich an deiner Stelle mal ins Internet gehen und mal diese Krankheit eingeben. Ich bin sicher, dass du da ganz interessante Informationen rauskriegst und vielleicht auch Kontakt zu anderen Betroffenen. Und da kann man sich austauschen. Das ist immer gut, kann nie schaden. Ja, die Sache ist, ich habe ein Forum im Internet schon gefunden. Ach so, ist ja wunderbar. Und die sagen mir aber jedes Mal so von wegen, das tut mir aber leid, dass du das so extrem hast. Wir haben es jetzt zwar nicht so extrem. Ach so. Und die Sachen, die sie mit dir machen, die haben wir alle schon hinter uns und das hat noch keinem gewirkt. Aha. Also das ist ganz aufbauend. Ah. War der Grund deines Anrufes bei mir vielleicht auch noch Leute zu suchen, die ähnliche Dinge haben? Ja. Richtig. Okay, dann können wir das ja so machen, dass wenn jemand jetzt hellhörig geworden ist, nach dem, was du erzählt hast und sagt, okay, das habe ich ja auch so und ich könnte vielleicht mit Tammo reden und ihm vielleicht ganz interessante Tipps geben, bitte mailen, bitte an uns mailen, an domian@wdr.de oder an uns schreiben, einfach WDR-Redaktion Domian 50 600 Köln. Machen wir es so, Tammo? Jo, das wäre ganz gut. Wenn was kommt, geben wir es direkt weiter an dich, okay? Jo, besten Dank. Alles Gute, gute Besserung. Jo. Tschüss. Tschüss. Hier ist der Stefan und Stefan ist 23. Hallo. Hallo Domian. Hallo Stefan. Ich dachte auch, wie meine Vorgänger gerade einen ganz großen Lob für deine Sendung aussprechen. Finde ich ganz toll, was du da machst. Sehr nett von dir. Mit Problemen. Danke, danke. Du gehst aber irgendwie, klingst du auch nicht gut. Gehst du noch irgendwie näher ans Telefon oder hast du eine Freisprechanlage oder was ist das? Nein, ich bin momentan normal am Telefon. Verstehst du mich jetzt? Jetzt ist es schöner, ja. Mhm. Alles klar. Und was geht's bei dir? Es ist folgendermaßen, ich habe ein Problem, was sich mit anderen Männern bezieht. Es war bei mir, dass ich mit einem älteren Herr etwas hatte. Ich bin 23 und ich würde ihn auf Mitte 55 bis Ende 50 schätzen. Ja? Was heißt hatte? Nur sexuell oder wart ihr ein bisschen liiert miteinander? Nein, es war nur sexuell. Wir hatten zwar keinen Geschlechtsverkehr, sondern es hat sich eher auf Masturbieren gegenseitig bezogen. Ja, wo hast du ihn kennengelernt? Es war folgendermaßen gewesen, dass ich vor circa 5 Jahren gemerkt habe, dass ich auch Männer attraktiv finde. Mhm. Ja, und es war ein schleichender Prozess. Zuerst war ich ganz normal hetero gewesen, wie es ist, hatte 2 Freundinnen gehabt. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, parallel was mit Frauen und Männern zu haben und habe das Ganze aber geheim gehalten. Ja. Auch.
dann habe ich mich auch offiziell schwul geoutet, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie angefangen, was mich auch anfangs ein bisschen gestört hatte, auch für ältere Männer etwas zu empfinden. Mhm. Und dann war es folgendermaßen gewesen, dass bei uns zu Hause mein Vater einige Kollegen mit Begleitung eingeladen hatte, ja, und auch sein Vorgesetzter alleine erschienen ist. Ja. Und da hatten wir halt gut gespeist gehabt und ich hatte mich mit ihm unterhalten und sind dann zu einem Stehtisch im Wohnzimmer gegangen, wo auch unter anderem an jedem Stehtisch ein 5-Liter-Fass gestanden hat, Bier. Ein 5-Liter-Fass Bier? Richtig, und ja, hatten halt einiges davon getrunken, gehabt, waren auch sehr angeheitert. Ja. Und das Problem an der ganzen Sache war halt, dass wir dann später alleine auf die Terrasse gegangen sind, eine rauchen. Mhm. Das war ein Vorgesetzter von deinem Vater? Richtig. Ja. Er hatte mir dann halt erzählt von einem Urlaub auf Madeira, wo er auch unter anderem Anspielungen auf junge Männer gemacht hatte, weil ich allerdings nicht ernst genommen hatte. Mhm. Und nun ja, dann habe ich gesagt, ich war auch mal dort und wir wollten Fotos vergleichen, die sich bei mir im Zimmer befanden, haben uns aufs Betten gegeben und da ist nun halt passiert. Mhm. Und ich fühle mich total dreckig seitdem, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wann war das? Bitte? Wann war das? Das war vor circa 2 Monaten. Ich habe für 2 Monate. Bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, beziehungsweise keine Gelegenheit gefunden, mit jemandem darüber zu sprechen. Das ist aber nur einmal passiert. Einmal zum Glück nur. Einmal. Hat er dich dann angemacht? Ja, vermutlich schon eher, ne, oder? Alkoholbedingt ging es von beiden Seiten aus. Die Initiative kam zuerst durch Andeutungen seiner Seite. Mhm. Du sagst, du fühlst dich seitdem dreckig. Ja. Warum? Ich habe Angst vor eventuellen Konsequenzen für mich oder für meinen Vater oder auch für den Ruf der Firma, sage ich jetzt mal. Okay, das ist das eine. Deshalb fühlt man sich ja nicht dreckig. Warum fühlst du dich dreckig? Dreckig ist vielleicht das falsche Wort, etwas unnormal vielleicht. Ich meine, mit der Homosexualität habe ich mich abgefunden, aber warum gerade diese älteren Männer teilweise nur? Es ist ja nicht nur, aber also, kann das was sein? Es ist aber so, dass du das schon auch mit einer Lust machst. Das heißt, wenn du ältere Typen triffst, findest du das irgendwie auch anziehend. Ja, schon, ja. Ja. Ja gut, das ist ja noch nicht schlimm. Ja. Also wie viele Leute gibt es, die auf Ältere oder auf Jüngere stehen, im heterosexuellen Bereich ganz genauso, dass ja per se erstmal nichts Schlimmes. Ja. Dass das jetzt da Verstrickungen eventuell gibt, weil das ein Vorgesetzter von deinem Vater ist, das kann ich verstehen, dass du da in einer Bredouille bist im Moment. Aber es war ja nur einmal. Und es soll sich ja keine geheime Bindung da aufbauen zwischen dem Vorgesetzten deines Vaters und dir. Es ist einmal passiert, der wird mit Sicherheit nicht drüber sprechen. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Und ich fühle mich jetzt auch meinem Vater gegenüber halt etwas komisch, muss ich ehrlich sagen. Und es gab schon andere Situationen, wo ich auch alkoholbedingt leider probiert habe, vor anderen Leuten auf ältere Männer zuzugehen. Mhm. Ich verstehe gar nicht dein Problem mit den älteren Männern. Ich meine, wenn das nun mal so ist, dann ist es so, dass es nicht schlimm ist. Ich meine, das ist ungewöhnlich, ja, okay, sehr klar. Ja, auch, gut, ja. Aber mein Gott, wenn es nun mal so ist, dann ist es so. Es ist doch nichts Schlimmes und es ist auch nichts Perverses. Und halt das Problem, dass es halt auch mit dem Vorgesetzten meines Vaters. Gut, das ist eine ganz andere Problematik, die noch dazukommt. Aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, dass dir am meisten Probleme bereitet, dass du eben als junger Typ auch auf oder nur auf Ältere stehst. Nur oder auch? Hauptsächlich. Okay, aber sagen nicht nur. Okay, ab welchem Alter werden die Männer für dich interessant? Sagen wir mal so, ab 45 aufwärts schon. Mhm. Genau. Ja. Weißes Haar, auch ein bisschen ein dickischer Bauch, gemütliches Gemüt, sage ich mal. Ja. Ja. Das ist schon ungewöhnlich, ja gut, aber es ist doch nicht schlimm, es ist doch okay. Ja. Guck mal, wenn du draufstehst und die alten Jungs, die freuen sich, dass sie dann so einen knackigen Boy finden wie dich und das alles. Ich fühle mich aber auch irgendwie ein bisschen ausgenutzt vor, verstehst du? Ich finde keine richtigen Glücklichkeiten in der Sache, Gilbert. Mhm. Mhm. Was hast du gesagt? Du findest kein richtiges Glück in. In so einer Sache mit älteren Männern. Ja, ja, ist mir klar. Mhm. Ausgenutzt? Inwiefern? Weil du denkst, du. Ich denke genau das, was du gerade eben auch versucht hast anzudeuten. Ich habe meinen Spaß daran und sie sagen, ich habe einen jungen knackigen Boy. Aber es ist nichts Erfülltes für mich, wenn du verstehst, was ich meine. Auch in Bezug auf Gefühle her. Ich kann keine Gefühlsbasis zu diesen Personen aufbauen. Okay, das ist eine andere Frage. Das heißt, du könntest dich nicht wirklich verlieben in einen älteren Mann? Ich vermute mal nicht, weil auch die Interessen anders liegen, was auch... Stimmt. Mhm. Das ist ja ganz klar. Also wir haben bisher gesprochen ausschließlich über eine sexuelle Attraktion, die von älteren Männern auf dich ausgeht. Genau. Mhm. Ja gut, wie viel Mal hast du es denn schon versucht, dich... Versucht schon etliche Male. Ja.
auch in anderen Städten, größeren Saarbrücken, Köln, München, wo das ja ganz auch ausgeprägt ist. Ich gehe auch davon aus, Stefan, dass es ausgesprochen schwierig ist, dass du einen älteren Mann findest, mit dem auch alle anderen Sachen harmonieren. Das ist natürlich wahnsinnig, was da ein Alters, was für ein Altersunterschied unter Umständen da ist. Harmonieren hat bis jetzt noch gar nichts, bis jetzt nur sexuell. Ja, also dieses Sexuelle, wie gesagt, das möchte ich nicht verurteilen. Wenn das so ist, ist es so. Ja. Die Geschichte da mit dem Vorgesetzten deines Vaters, okay, kann man nicht einfach jetzt so denken, komm, Schwamm drüber? Das war ein ganz großer Leberhaken, sage ich jetzt mal. Wie? Ein ganz großer Leberhaken. Ich habe mich sehr matt gefühlt danach. Ja. Und hatte auch sicherlich 2 Tage da nichts mehr gehabt. Ja, nun kann man ja eh nichts machen. Wahrscheinlich siehst du den sowieso so schnell nicht wieder, wenn du es nicht initiierst, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, das gut, dann, nicht mehr, provozieren. Dann Strich drunter und das war's dann. Was willst du machen? Das ist jetzt passiert. Ich will glücklich werden. Du wirst glücklich werden, das ist auch okay. Ich kann keine Beziehung eingehen. Ich komme ja ausgenutzt von den Elternherrschaften. Nun kann man ja sagen, vielleicht, umgekehrt könnte man es ja auch sagen, die fühlen sich vielleicht von dir ausgenutzt. Ich probiere auch immer. Ich hatte zum Beispiel vor 2 Wochen in Saarbrücken Etablissement den Dr. Rax dann kennengelernt und es war sehr schön. Wir hatten 2 unterhalten gehabt und hat einige Drinks zusammengenommen und dann ist es damit auch geändert, dass ich mit in sein Hotelzimmer gekommen bin. Und da war es halt auch auf sexueller Basis und da wollte ich weiter den Kontakt knüpfen. Da sagte er, nein, mein Junge war cool mit dir, aber... Du hast gerade einen Namen genannt? Ja. Ja, den möchte ich jetzt aber nicht hören, weil dieser Mann sich nicht äußern kann zu den Vorgängen. Ja, das war auch nur ein Spitzname gewesen. Ach so, okay. Genau. Stefan, Was mir schon sehr geholfen hat, ist einfach nur mal drüber zu reden. Das war mein Hauptziel, weswegen ich auch angerufen habe. Ja, also weil letztendlich ist wirklich der Tenor meiner Aussage. Erstmal finde ich das nicht pervers. Was empfiehlst du mir für die Zukunft? Ja, was empfehle ich dir für die Zukunft? Wenn du diese Affinität hast, dann hast du sie. Dann kann man die wahrscheinlich auch dir nicht austrainieren. Oder du dir selbst auch nicht austrainieren. Ja. Ich wünsche dir dann für die Zukunft, dass du einen älteren Typ findest. Da muss ja auch vielleicht die Altersspanne nicht so riesig sein, der vielleicht Mitte 40 ist, der auch noch sehr jung drauf ist und ihr auch so gemeinsame Interessen findet. Dass du einfach so einen passenden, etwas älteren Mann findest. Das wünsche ich dir und dann wäre es doch, wär doch ideal. Also ich würde jetzt auch nicht mit aller Gewalt dagegen angehen. Wenn du nun mal dieses Gefühl in dir hast, dann ist es nun mal so. Okay, Domian, ich danke dir wirklich vielmals für deinen Rat und Tipp. Das hat mir sehr geholfen. Ich hoffe es. Sehr geholfen, endlich mal mit jemandem drüber sprechen zu können. Und ich denke, ich sehe die Sache jetzt auch mal mit ein bisschen anderen Auge und kann immer Mut schöpfen und... Ich hoffe dass das so eine kleine Wirkung hat. Ja. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir vielmals. Stefan, tschüss. Tschüss. Dorothea, 31 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Dorothea. Ich habe ein Problem und zwar bin ich seit 2 Jahren mit 2 Männern zusammen. Seit 2 Jahren mit 2 Männern? Ja. Wissen die voneinander? Nein, und die sollen auch tunlich nicht voneinander wissen. Ah ja, ich verstehe. So bist du also. Und jetzt ist im Prinzip mein Problem. Der eine wohnt weit weg von mir, der andere zieht demnächst weit weg von mir und ich möchte eigentlich versuchen, in mein Leben ein bisschen Ordnung reinzukriegen und vielleicht nur noch mit einem Mann zusammenzuleben. Also, du führst quasi wirklich ein Doppelleben. Ja. Du hast 2 intakte Beziehungen. Ja. Kann man so sagen. Ja, jeder Mann denkt, dass du seine Frau bist und ihr das Paar seid. Also ich habe 2 gescheiterte Ehen schon hinter mir. Also beide denken nicht, dass ich irgendwann mal die Frau werden würde. Na gut, aber die denken, dass ihr ein Paar seid. Ja. Jeder denkt, dass ihr ein Paar seid. Ja. Ich stelle mir dein Leben sehr kompliziert vor, weil du ja wahrscheinlich viel lügen musst und Ausreden erfinden musst und so weiter. Es geht eigentlich, weil, wie gesagt, der eine von mir jetzt schon sehr weit weg wohnt, auch über eine längere Zeit. Wie viele Kilometer? Ungefähr 270. Ja, wie oft siehst du den? So etwa alle 2 Monate, alle 2-3 Monate. Ach so. Und den anderen sehe ich im Prinzip täglich. Aber mit dem wohnst du nicht zusammen? Nein. Okay, gut, dann kann man das natürlich so ein bisschen handeln, das stimmt schon. Ja. Jetzt zieht aber der eine, der bei dir wohnt, in der Nähe wohnt, der zieht auch weg. Ja. Und mit wem würdest du am liebsten zusammen sein? Mit dem ersten. Der jetzt schon so weit weg wohnt? Ja. Den du nicht so oft siehst? Ja. Warum mit dem?
Ja, weil da eine ganz andere Art von Beziehung ist. Ich habe bei dem nicht so das Gefühl, dass ich in Anführungszeichen das die Mutter sein muss. Ach so. Und das hast du bei deinem, der da nahe wohnt, hast du es? Ja, so ein bisschen schon. Bist du so die Mama und die Dominante? Musst ihr so ein bisschen ans Händchen nehmen und sagen, wo es lang geht? So ungefähr. Und das ist nicht dein Ding eigentlich? Ja, ich habe ein Kind, ich brauche kein zweites. Aber du hast ihn 2 Jahre dir gehalten, warum? Ich denke eigentlich aus dem, es war schön, nicht allein zu sein. Ah, sehr egoistisch, ne? Ja, schon. Mhm. Ist es denn so weit schon gewachsen in dir, dass du wirklich sagst, okay, jetzt bin ich bereit, den einen letztendlich dem einen zu sagen, dass ich mich trennen möchte? Oder lavierst du noch so rum? Also da bin ich noch super unsicher und ich habe auch schon mal den Gedankenzug gehabt, mit beiden im Prinzip die Beziehung zu beenden oder eben mit dem ersten die Beziehung zu beenden. Und ich bin mir also super unsicher. Immer wenn ich so abwäge für mich, was gibt mir der eine oder der andere, es ist immer fast alles gleich. Und, naja, ebenso gleich ja nicht. Ne? Du hast ja gerade sehr kritisch über den einen gesprochen. Das ist ein Weichei irgendwo. Ja, schon. Ne? Ist ja schon eine harte Aussage, wenn eine Frau das sagt. Ich finde grundsätzlich das ziemlich beschissen, was du da machst, Dorothea. Entschuldige die krasse Ausdrucksweise. Du belügst und betrügst seit 2 Jahren Männer, die irgendwie dir auch wichtig sind. Menschen, die dir wichtig sind. Ja. Ne? Halten wir mal so fest. Ja. Daher ist jeder Tag, der vergeht, ein Tag des Betruges mehr. Also umso eher du jetzt eine Entscheidung triffst, umso besser ist es. Mhm. Und wenn du nur aus Gründen, dass du nicht alleine sein kannst und dass es dir einfach ein bisschen angenehmer ist, dir einen zweiten Mann da gehalten hast, ich sage es jetzt auch mal so, in der Ausdrucksweise, ja, ist das ziemlich mies und auch ziemlich klein von dir. Ohne viel Rückgrat. Und sehr egoistisch. Finde ich. Muss ich dir so sagen. Mhm. Insofern finde ich jetzt die Entscheidung, die du da anpeilst, sehr richtig. Und ich würde dir dringend raten, das wirklich dann auch bald zu tun. Es ist nur die Frage, sagst du das dem, mit dem du zusammenbleiben möchtest? Wahrscheinlich ist der dann weg, ne? Dass du schon 2 Jahre noch was mit einem anderen gehabt hast. Ist der weg? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Das heißt, du würdest in diese Beziehung weiter mit einer großen Lüge gehen. Ja. Du hast dich jetzt in etwas hineinverrannt, wo es eigentlich keinen richtigen Ausweg gibt. Zumindest mal keinen fairen. Keinen fairen, richtig, genau. Also es gibt die Möglichkeit, du sagst jetzt, okay, den einen schieße ich jetzt ab, das Weichei schieße ich ab, mhm, und ich bleibe bei dem anderen. Den respektiere ich mehr. Ist es so, liebst du den anderen sehr? Schon, ja. Sehr? Ja, also wir hatten eine ganze Zeit lang auch mal Probleme, wo wir beide gesagt haben, wir trennen uns voneinander. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, wie sehr ich ihn liebe, weil es unheimlich wehgetan hat. Mhm. Wobei ihr ja nun so viel auch nicht miteinander zu tun habt, wenn ihr euch so selten seht. Ja, wir hatten halt vorher sehr viel miteinander zu tun. Wir haben ja zusammengelebt und er ist aus beruflichen Gründen halt so weit weggezogen. Ach, ihr habt mal zusammen gelebt früher? Ja, wir haben ja auch die Tochter zusammen. Ach, du hast auch noch eine Tochter mit dem? Ja. Aha. Das macht das Bild ja noch umfangreicher jetzt. Ja. Du hast mit dem, der jetzt so weit weg wohnt, mit dem hast du schon mal zusammen gelebt. Ja. Aber damals gab es den anderen ja auch schon. Das heißt, du hast ging das gerade so an. Du hast die relativ parallel kennengelernt damals. Ich kannte den anderen schon eine ganze Zeit lang vorher, aber habe mich da immer sehr alleine gefühlt, weil der aus beruflichen Gründen halt super selten zu Hause war. Du meinst mit dem anderen jetzt den Vater deines Kindes? Ja, also mit dem ersten im Prinzip. Also du hast dir wirklich den zweiten nur rangeholt, weil du nicht allein sein konntest? Ja. Mhm. Und als du mit dem Vater deines Kindes, ist ja kompliziert, also mit dem Vater deines Kindes zusammen gelebt hast, da war es doch wahrscheinlich schwierig, das alles so hinzukriegen mit dem Neuen. Nicht wirklich, weil es einfach sich fast überschnitten hat. Ah, ich verstehe. Mhm. Was für ein Gefühl hast du denn zu dem, ich sag's jetzt nochmal, zu dem eher weicheren Typ? Ja, er ist ein super Lieber, ein super Netter, aber ist auch kein Mensch, wo ich mir vorstellen würde, das Rest meines Lebens mit zu verbringen oder so. So, Dorothea, jetzt machst du in den nächsten Tagen mit dem Schluss. Mhm. Aber ohne Diskussion jetzt. Ja. Mit dem musst du Schluss machen. Mhm. Wenn der andere, wenn du sagst, den anderen, das ist eigentlich mein Typ, ne? So habe ich es gerade verstanden. Ja. Und er ist auch noch der Vater meines Kindes. Mhm.
dann setz dich auf deinen Hintern und bau diese Beziehung richtig auf. Ja. Und halt auch erstmal den Mund. Mhm. Sonst ist die Beziehung nämlich kaputt. Ich sage das deshalb, weil ihr eine Familie seid, du hast ein Kind. Ja. Und wenn du jetzt da mit der ganzen Wahrheit auffährst, ist die Gefahr, dass alles kaputt geht. Wenn du aber jetzt dich wirklich auf ihn konzentrierst und so etwas dir auch vornimmst, nicht wiederzumachen, besteht ja die Chance, dass es eine intakte Beziehung wird. Vielleicht kannst du es ihm irgendwann mal beichten. Aber nutze die Chance, jetzt diese Beziehung richtig aufzubauen. Auch für die Familie und für dein Kind, für euer Kind. Ja. Ne, es ist alles gesagt, glaube ich. Ich denke auch. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jule, 24. Hallo Jule. Hallo. Erstmal ganz großes Lob an dich. Oh, das ist aber nett. Du sagst das aber mit so einer tiefen Ernsthaftigkeit. Das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Mhm. Jule, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe im Endeffekt ein Problem. Ich bin 24, ich bin seit 5 Jahren verheiratet. Mhm. Das war auch immer eigentlich so meine riesengroße Liebe, dieser Mann. Mhm. Bloß er pflegt sich nicht mehr, gar nichts mehr. Wir hatten jetzt auch seit einem guten, ja, halben Jahr auch keinen Sex mehr, gar nichts mehr. Was heißt, er pflegt sich nicht mehr? Er wäscht sich nicht mehr? Ja, er kämmt sich nicht mehr die Haare, er putzt sich nicht die Zähne, er macht sich die Fingernägel nicht sauber und die Fußnägel nicht sauber. Mhm. Und das ist einfach eine Sache, das ekelt mich total. Aber er hat doch sicher, hat er keinen Beruf? Doch. Doch, und dabei, im Beruf ist das doch auch schlimm, wenn er sich nicht pflegt und stinkt. Ist es, aber ihm ist das im Endeffekt egal, was die anderen Leute über ihn denken. Was macht er denn vom Beruf? Ja, sowas selbstständig halt. Ja. Mhm. Aber es geht ja jetzt um dich und du findest das ekelhaft. Ich finde das total ekelhaft. Und wie kommt das seit einem halben Jahr erst? Früher war es ganz normal alles. Nein, es hat im Endeffekt angefangen nach der Hochzeit, dass er dann nichts mehr getan hat. Ich wollte eigentlich regelmäßig, will ich seit einem Jahr ausziehen, bin ich ganz ehrlich, so jedes Jahr einmal. Mhm. Und dann geht das wieder für einen Monat gut und das war es dann. Ja. Und wir haben auch 2 Kinder zusammen. Ja. Und er hat da noch nie irgendwie eine Windel sauber gemacht, gar nichts. Der lässt sich völlig gehen. Der lässt sich in seinen körperlichen Sachen völlig gehen. Ja. Der bemüht sich nicht um dich, der bemüht sich nicht um die Beziehung. Der macht vielleicht gerade das Notwendigste, seinen Job und das war's. Ja, er sagt, er hat da genug zu tun, ist voll ausgelastet. Mhm. Aber mir geht's auch darum, ich möchte auch einen liebenvollen Vater. Klar, ja. die Kinder lieben ihn über alles. Weiß er, dass es dir bis hier steht? Ja, das weiß er. Weiß er, dass du so weit bist, dass du vielleicht schon gehen willst? Das weiß er. Und, trotzdem er hat ein Gespräch zwischen meiner Mutter und mir am Telefon mitgekriegt. Mhm. Und seitdem hat er angefangen, das ist jetzt aber erst seit einer Woche, sich alles wirklich zu pflegen. Und Ach so. Aber ich habe irgendwo, sage ich mir, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber er ist kein schlechter Mensch. Er ist absolut kein schlechter Mensch. Wäre dir so eine Lösung am liebsten? Ich habe eine gute freundschaftliche Beziehung zu ihm, wegen der Kinder auch, aber eigentlich möchte ich frei sein. Ja. Ganz eindeutig. Ja. Hm. Mehr kann ich nicht mehr, möchte ich auch nicht mehr, weil für mich selber ist wenn der du Zug das, abgefahren. Wenn du das so eindeutig sagst, Jule, dann ist es auch eine Entscheidung, die längst gefallen ist in dir und da musst du es auch tun. Da musst du es auch tun. Ich kann ihm aber irgendwo nicht wehtun. Wenn Doch, ich musst du. Bin. Das musst du. Das geht nicht anders. Du kannst nicht beides haben. Du willst jetzt die Quadratur des Kreises haben. Das geht nicht. Wenn die Entscheidung so klar ist in dir, dann musst du das durchziehen. Das wird ihm wehtun. Aber ich vermute mal, dass er Chancen genug hatte in den letzten Zeiten und Jahren, es zu retten. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich finde das nur, also das ist auch, wir krachen uns jeden Tag. Es ist immer schlimm, Jule, wenn man jemanden verlässt, den man eigentlich doch schon sehr respektiert und auch sehr... Man sagt, das ist ein guter Typ, aber die Liebe ist weg. Das ist immer schlimm und immer traurig und man immer Schmerzen bereitet. Aber es ist immer besser, als zu lügen oder sich selbst zu vergewaltigen, indem man in so einer Beziehung bleibt. Mhm. Jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ich will dich aber jetzt nicht so abrupt hier rausschmeißen. Nein, ist okay. Ich möchte dich aber bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja. So machen wir es. Okay, danke. Jule, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team, bei Uli Krapp,
bei Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, Volker Tarke, Tim Stienauer, Christoph Hoffmann und Heide Schweizer. Jetzt ist Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, obwohl es ein kaltes Wochenende werden soll. Naja, egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. Zwei Uhr. Sie hören Nachrichten vom SWR. Riad. Der mutmaßliche Al-Qaida-Chef in Saudi-Arabien, Al-Mukrin, ist bei einem